Ja, also Chris und ich haben einen schwarzen Boulder zusammengeschraubt, der den schönen Namen Flopsch trägt. Und er sieht auf den ersten Blick sehr brachial aus, aber man kann ihn durchaus auch sehr technisch lösen. Zum Beispiel durch den Heel-Grip, den man am rechten Startgriff macht und dann in den Toe-Hook verwandelt, um leichter in die Schulter reinzukommen. Und genau, nach oben raus löst er sich dann nochmal auf mit einem schönen Schulterblock hier hoch, aus dem man dann in den Top-Griff reinzieht. Genau, alles in allem würde ich sagen, es ist kein allzu leichter Boulder, eher ein etwas schwierigerer Boulder. Und ja, viel Spaß.